Du bekommst bestimmt jeden Tag einige Push-Notifications, also Push-Nachrichten auf deinem Handy gesendet. Und die eine oder andere ist vielleicht darunter, die dich nervt, aber auch die dich interessiert. Und wenn du vielleicht selber schon mal darüber nachgedacht hast, wie es wäre, wenn du Push-Nachrichten an deine User versenden könntest, dann solltest du dir Convert Push angucken. Convert Push arbeitet im Prinzip mit Clever Push im Hintergrund zusammen. Das habe ich herausgefunden, weil ich mich bei Clever Push einmal angemeldet hatte und da dann bemerkt habe, dass da eigentlich schon ein Account von Convert Push existiert. Nichtsdestotrotz bietet dir Convert Push die Möglichkeit, die dir eben andere Anbieter nicht anbieten, dass du Follow-up-Kampagnen erstellen kannst. Ja, Follow-up-Kampagnen, das sind die Kampagnen, die ich dir mal eben gleich zeige. Und zwar, ich gehe mal hier auf die Push-Nachrichten, genau, und dann auf meine Abnehmen und Fitness Push-Nachrichten und hier die Follow-up-Kampagne. Und dann siehst du, dass hier an dieser Stelle alles Push-Nachrichten vorgefertigt wurden. Diese Push-Nachrichten werden alle 2 Tage an meine Nutzer geschickt. Die kann man ganz einfach erstellen, indem man sagt, hier der Titel, zum Beispiel 15% Rabattgutschein, dann der Text, der in der Push-Nachricht erscheinen soll und dann entsprechend die URL, wo derjenige hinkommt, wenn er draufklickt. Und das Tolle ist, es ist wirklich so einfach, so leicht. Ja. Du kannst also innerhalb von wenigen Minuten hier deine Webseite, ja, du brauchst natürlich die Webseite, ist klar, ein Blog am besten mit WordPress, die kannst du dann wirklich ganz einfach hier verbinden mit Convert Push und anschließend erscheint auf deiner Webseite oben dieses bekannte Fenster, wo dann entsprechend steht, ja, möchten Sie jetzt weitere Nachrichten empfangen, dann klicken Sie auf Annehmen, ansonsten ja, auf Ablehnen. Ich zeige dir das mal eben, wie das aussieht anhand meiner Fitness-Webseite. Hier, das ist also die ja, das Fenster, was ich dann oben einblendet. Das kannst du hier verschiedenartig auswählen, so wie es sein soll. Hast du garantiert schon tausendmal gesehen bei anderen Webseiten, wenn du eben drauf kommst. Und hier ist es jetzt sehr wichtig, dass du natürlich auch ein tolles Angebot hast. Du könntest jetzt hier jetzt Freebie entsprechend erstellen und dann diesen Freebie natürlich nutzen, um ihn deinen Usern ja, quasi zukommen zu lassen, weil sobald ihr hier auf Annehmen klickt, ja, bekommt ihr sofort in seinem Browser den Link dazu. Ja, er muss hier kein E-Mail-Browser öffnen, er muss keine E-Mail bestätigen. Ja, das fällt im Prinzip alles hier komplett weg. Und du hast eben trotzdem die Möglichkeit, ihn dann weiterhin deine News aufs Handy zu senden. Und da wir wissen, dass über 80% der User mittlerweile über das Handy, ja, das Internet konsumieren, ist natürlich nur legitim, wenn ich sage, ich mache kein E-Mail-Marketing, ja, oder ich mache beides. Weil du hast hier natürlich eine 100% Zustellrate. Ja? Jede Push-Nachricht kommt also auf dem Handy des Nutzers an. Und die Öffnungsraten sind wirklich viel, viel besser. Ja, die sind teilweise bei 30, 40%, teilweise noch sogar noch höher. Kommt immer, wie gesagt, auf den Inhalt an, den du in die Push-Nachricht eben beförderst. Ja, so hast du dann auch höhere Öffnungsraten. Du kannst hier zum Beispiel auch bei Convert Push eine Agenturseite erstellen. Diese Agenturseite, wie der Name schon sagt, dient dazu, dich als Agentur entsprechend darzustellen. Ja, du kannst sozusagen Reseller werden und diese Push-Nachrichten entsprechend vermarkten. Ja, als Agentur. Des Weiteren hast du die Möglichkeit, dass du Werbung verkaufen kannst an Taboola. Taboola ist einer der größten Anbieter für Native Ads Werbung
Und hast du garantiert auch schon tausendmal gesehen bei sogenannten Revolverblättchen, ist das dann unten immer eingeblendet, weitere Artikel, und das könnte sie auch noch interessieren. Und hier könntest du, wie gesagt, wenn du keine eigenen Push-Nachrichten versenden möchtest, das Ganze an Taboola übergeben und damit auch noch Geld verdienen. Somit hast du also bei Convert Push drei Möglichkeiten. Einmal selber das auf deine eigene Webseite einzubinden. Zweitens dann dafür zu sorgen, dass du regelmäßig Push-Nachrichten raussendest, ja, in Form eines Follow-up-Kampagnen. Und drittens, du könntest eben die Werbeeinnahmen verkaufen an Taboola, beziehungsweise das Ganze eben noch als Reseller machen und als Agentur tätig sein. Und ich sag mal, wenn das nichts ist, Convert Push ist neben Clever Push, ja, obwohl sie jetzt wieder zusammenspielen, viel, viel einfacher zu bedienen. Ja, ich habe Clever Push ebenfalls schon versucht einzurichten mal. Es ist wirklich nicht so einfach. Ja. Und das ist hier ein großer Vorteil bei Convert Push, dass es wirklich leicht geht. Ja, ich habe jetzt natürlich jetzt hier keine Daten, ja, weil ich das auch nur zu Probezwecken einmal für dich hier alles eingerichtet habe, um dir das einfach mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht, ja, um es einfach mal zu testen. Und es funktioniert wirklich. Also es ist kein Hexenwerk, das kann jeder, hier so eine Webseite einfach hinzuzufügen. Ja, du brauchst, wie gesagt, einen Namen festlegen, dann Domain eingeben, Subdomain kannst du auch verwenden. Und ich kann dir, wie gesagt, das nur wärmstens empfehlen, wenn du von E-Mail-Marketing eigentlich die Nase voll hast, beziehungsweise noch von Grund auf beginnen möchtest, würde ich dir Convert Push und Push-Marketing eher empfehlen wie E-Mail-Marketing, ja, weil es einfach, wie gesagt, besser funktioniert und die User sowieso auf dem Smartphone leichter zu erreichen sind als in ihrem E-Mail-Postfach.